die Stadt komplett durchgegangen sein. Gerüchten zufolge sollen die Pipis vom Mond stammen, nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel. Sind sie erstmals aufgetaucht? Finde ich tatsächlich so ein bisschen Bock, die Serie wieder zu gucken. So, das war das Museum. Also, muss doch irgendwo ein Markt sein. Da ist er doch. Ja, eben dann vorbeigelaufen. Hallo, kann ich dir behelfen? Kaufen. Pokéball. Brauchen wir ein paar. Ja, aber ein bisschen knapp bei Kasse hier, ne? Macht so eine Poké-Dollar. Danke. Ja, alles andere kann man es eh nicht leisten. Wenn man seine Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 gekostet. Tja. Hast du dich übers Ohr hauen lassen? Warst du schon im Museum? Ja, war ich. Ah, von Simonberg nicht einmalig. Ja. Ist der Typ, der ist immer noch da. Also wir müssen Rocco jetzt besiegen. Ich weiß nicht, ob wir dafür tatsächlich auch stark genug sind. Pikachu, Taubsi, Nidoran ist Level 10. Ich will eigentlich Safcon noch ein bisschen stärker machen, dass der mir so mit einem Kleinstein so ein bisschen runterhaut. Oh, ein wildes Nidoran. Damit ich das auf jeden Fall mit Pikachu schaffe. Volltreffer! Schön Silberblick. Verteidigung sinkt. Kann ich mit Herzner wieder aufbauen. Aber ich glaube, das brauche ich nicht. Ja, wieder schön Silberblick. Stück fehlt. Danke. Und besiegt. Safcornet. 34 EP. Ja, das ist jetzt ein bisschen wirklich wieder grinding, grinding, grinding. Aber was soll's. Anders kriegt man sie nicht hoch, außer halt gegen... Oh, ein weibliches Nidoran. Halt gegen Trainer zu spielen. Und wir kommen gerade gegen keine Trainer. Außer die zwei Vortypen von Rocco. Ja. Es ist auch irgendwie sehr ärgerlich, dass man hier... das sind Stufe 4, also Level 4 Pokémon. Ich brauche ein bisschen mit Safcon. Und die geben so wenig EP. Dann kriege ich den jetzt so langsam. Ich könnte ja natürlich im Wald gehen und gucken, ob ich noch einen Hornlio kriege. Ist vielleicht sinnvoller. Na, gegen Käfer-Pokémon ist er ja auch echt nicht gerade schwach. Also zumindest ist es ausgeglichen. Ne? Ja. Mein Nidoran macht mich auch nicht wirklich, bringt mich nicht in Gefahr. Aber trotzdem. Da gehen wir mal eben schnell zum Pokémon Center, damit es sich auch lohnt, in den Wald zu gehen. Also ich meine, mich zu erinnern, dass ich eigentlich immer ein Smetbo gehabt habe. So, ja, wenn ich bei Rocco war. Am einfachsten ist natürlich, wenn man jetzt aus dem ersten, also rot oder blau, dann nimmt man Chigi und dann ist Rocco einfach easy. Mit Lumanda geht's auch ganz gut. Bisasam kann man halt vergessen, weil keine Chance. Da muss man halt auch seine anderen Pokémon halt gut für geskillt haben, gelevelt haben. Damit man da gut Chancen hat. Aber der Knilch hat ja auch schon gesagt, von wegen, mit Pikachu hast du es nicht gerade leicht. Aber trotzdem, Pikachu ist einfach coolste Pokémon ever. So vom... Ah, toll, kriegen wir hier einen Taubsi, ey. Ich will doch, ich bin doch nicht hingegangen, damit ich gegen Taubsis kämpfe. Sondern damit ich gegen Käfer-Pokémon Hornio möchte ich gerne noch immer haben. Wenn wir einen Hornio haben, könnten wir es eigentlich auch noch auf Level 7 bringen, um da einen Kokuna draus zu bekommen. Aber irgendwie ist das mir dann. Weiß ich nicht, irgendwie. Es ist mir zu viel, glaube ich, dann von Gegweinde. Also, ich will ja nicht hier
die ganzen Pokémon alle möglichst haben und alle ziemlich hochgeskillt haben. Also Cheaten gibt's hier nicht, ne? Also Missing You Cheat machen wir nicht. Mit Sonderbonbons und so. Das wird komplett einfach nur ja, durch Grinden passieren. Durch Leveln, Leveln, Leveln. Ich finde so Let's Plays zu cheaten, das ist irgendwie blöd. Also so ein Spiel sollte man, wenn man das dann auch zeigt und spielt, dann ganz normal durchspielen. Deswegen habe ich dann ja auch beim Harry Potter Let's Play aufgehört, wo es dann einfach nicht ja, weiterging. Also ich hätte es wahrscheinlich schon irgendwie geschafft, wenn ich mich da sehr viel hintergekniet hätte. Hatte ich aber einfach keine Lust drauf. Das hatte ich auch schon mal bei meinem Ratchet und Clank Let's Play. Da habe ich dann auch irgendwie, ich habe es wirklich mehrfach versucht, den Endboss zu killen. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür einfach zu alt werde für sowas. Aber das war schon irgendwie wirklich ein Kampf, der war too much und da brauche ich dann einfach irre lange, bis ich es dann endlich mal geschafft habe. Und das macht dann irgendwie keinen Sinn. Klar kann man dann cheaten, aber irgendwie will ich nicht cheaten. Also es reizt mich einfach wirklich, das Spiel schon so zu schaffen. Und das Ratchet und Clank will ich auf jeden Fall auch noch mal finalisieren, wenn ich da einfach mal wirklich Bock so habe. Aber momentan habe ich halt andere Sachen auf der Liste. Level 8, die ich li einfach lieber machen will, als mich dann da stundenlang irgendwie, also im Endboss zu versuchen. Und nach einer gewissen Zeit macht es dann auch keinen Sinn mehr, wenn ich dann einfach das nicht schaffe. Dann rege ich mich so sehr drüber auf. Weil wir so lange Fights. Das ist einfach dann irgendwie blöd. Aber das Harry Potter, das im Erste für den GameCube, das ist einfach ein blödes Spiel. Deswegen habe ich das dann halt einfach dabei belassen. So, aber jetzt gucken wir erstmal hier, dass wir weiterkommen. Wie gesagt, deswegen gibt es auch halt keinen Sonderbonbon Missing You Cheat. Also, weiß ich, wenn Leute das vielleicht nicht kennen, Missing You ist so ein, ist ein Fehler. Das ist ein Fehler im Spiel. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand ein Pokémon werden sollte oder so. Es gibt ja so ein, ja, ein Cheat, den man hier muss ein paar Sachen machen. Dann taucht Missing You auf. Und wird der Gegenstand, den man auf dem sechsten Platz im seinem Inventar hat, der wird dann sich mal vervielfacht. Und mit den Sonderbonbons kann man halt Pokémon Level schenken. Und ja, das hat dann halt, wie gesagt, kriegst du das Level so hoch. Allerdings sind die mit Sonderbonbons dann auch nicht stark. Also ich meine, wenn du die wirklich nur mal levelst, dann werden die dadurch auch wirklich stärker. Ein Saftkorn. Und das ist Level 6. Da kriegen wir doch jetzt mal ein paar Punkte. Also ich meine, ich überlege, ob ich das jetzt tatsächlich mit noch 4 Level mache hier mit Saftkorn, um den dann hoch zu skillen. Jetzt hoffen, dass dann Smetbull ist. Dann haben wir es aber auch wieder ein Flug-Pokémon, ja, Käfer-Flug-Pokémon halt. Aber es ist an und für sich halt stärker. Und ich würde es dann auch irgendwann halt austauschen. Oh, natürlich erstmal das low-levelige Lido am Ran weiblich halt austauschen würde. Ja, das ist schön hart und ich brauche hier verdammt viele Tackles, um den zu besiegen. So. Aber komm, mit dem Hornju hätte ich jetzt schon echt gerne noch. Will aber einfach nicht. Es will einfach nicht. Also, Saftkorn sind natürlich easy, ne? Außer meine Attacken gehen mir dann zu Neige. Auf jeden Fall machen sie die KP von meinem Pokémon nicht runter. Und ich kann so schön abfarmen. Aber ja, irgendwann habe ich dann auch keine Attacken mehr. Dann muss ich wieder ins Pokémon Center. Ja, zu 13 Mal können wir aber noch Tackle machen. Mit deinem blöden Härtner. Was soll dir das bringen? Ich weiß, du hast keine andere Attacke. Es gibt auch so ein Beispiel von wegen, dass man es nicht mehr steigern kann. Also kann nicht ins Unendliche steigern. Und du sagst ja von wegen, kann nicht mehr härter werden oder irgendwie sowas. Oder Verteidigung kann nicht mehr gestärkt werden. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Okay. Also Level 9 schaffen wir auf jeden Fall noch mit Saftkorn, bevor wir jetzt den Wald verlassen.
Da dürfte es nicht mehr viel fehlen. Ist ja jetzt schon im Moment Level 8. Ja, mach deinen blöden Fadenschuss. Aber das würde ich schon mal gerne so ein bisschen einfach skippen können, dass das ein bisschen schneller geht. Kann man natürlich auch einen Geschwindigkeitscheat machen. Aber wie gesagt, da bin ich absolut kein Fan von. Auch wenn das Geschwindigkeitscheat jetzt keinen spielerischen Vorteil bringt, außer dass man halt schnell durchkommt. Aber es gehört sich einfach nicht. Das mache ich einfach nicht. So. Kriegen wir jetzt schon hier nach Level 9 mit Safkorn? Ich bin gespannt. Ja, du machst immer deine Verteidigung stärker. Du brauchst nur noch umso länger. Ist doch blöd. Wollen wir doch nicht. Ja, was machst du denn hier? Komm schon. Deckel. Wird doch härter. Wird immer härter. Nichts geschieht. Da, ja, da steht's. Oh, ich habe keine Attacke. Oh, das ist natürlich jetzt echt blöd. Nidoran, du bist dran. Weil sonst wird das hier eine never-ending Story. Nichts geschieht. Bonn-Attacke. Da brechen wir durch. Knacken den auf. So. 40 EP. Ich blöd jetzt, ne? Also ich habe gedacht, ich kriege den noch auf Level 9. Oder nehmen wir Topsy, kommen wir lieber Topsy. Damit kriegen wir jetzt auch noch gut schnell ein paar EP-Punkte für Topsy. Okay, ich Topsy mich da noch auf. Bleibt mal seine Level-Ups, damit der auch schön. Ah, toll. Aber es ist eh slower. Windstoß. Hauptsache, ich mach's platt. Der Topsy soll ja auch zu Tauboga hier werden. Ich meine, auch irgendwas in den Szenen wird Topsy zu Tauboga. 74 EP. Und Tauboss war, glaube ich, irgendwas in den 20. Die Starter-Pokémon aus den ersten, also jetzt hier Glumanda, Shiggy oder Bisasam, ich meine, die haben letzte Entwicklungsstufe mit 32, 36. Ich meine, irgendwie sowas war das. Deswegen, diese Pokémon, die früheren hier, die werden halt auch schneller in ihrem Endstadium. Deswegen, das ist schon mal ganz cool. Dann hat man wie so ein bisschen so Zwischenerfolge, dass die sich halt entwickeln. Das ist immer ganz gut. Ja, schöner Volltreffer. Hast du viel von gehabt. So. Kommt Topsy, kannst aber noch jetzt noch Level 11 werden. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt hier keins oder was? Ey, was sind denn hier Topsys, ey? Und dann Level 8 da. Na, ob der das schafft? Aber mein Pikachu ist ja. Na doch, schon was werden. Pikachu macht sonst den Rest. Oder Nidoran. Aber ich glaube, Pikachu wird den Rest machen. So. Und wie weit haut er mich jetzt runter? Und wie sie mit dem nicht? Nee. Komm, jetzt aber genug EP wenigstens für einen schönen Level Up hier. 62 und wir erreichen Level 11. Genau so will ich das. So, machen wir noch ein bisschen, bis Topsy besiegt ist. Ach, komm schon, Hornliu, gib mir ein Hornliu. Ah, nur Topsys, ey. Es ist doch nicht wahr. Dass hier nur Topsys sind. Los. Ja, das ging daneben. Ist mir egal. So, und 47. Und gibt es denn wieder Topsy? Das ist doch nicht normal. Wir sind hier in dem Käferwald. Und wir kriegen nur Topsys als Gegner. Was ist denn hier los? Das ist doch total blöd. Ja, Volltreffer.
Ein Raupi, ja, gut. Ich habe ihm keine Lust mehr. Komm, jetzt gehen wir raus hier. Ist mir zu blöd. Erledigt. Gut, gut. Kommt noch eins? Nee, gut, keins. Dann schnell zum Pokémon Center. Und dann gehen wir mal zu dem ersten Gegner. Da, haha, am letzten Busch, also Grasstück hier. Das war doch klar, dass da noch was kommt. Und einmal schön Windstoß. Also auf jeden Fall sollten wir das jetzt eigentlich schon gepackt bekommen, würde ich mal behaupten. Auch wenn es wieder mit den Konstellationen nicht ideal ist. Haben wir, glaube ich, genug, um jetzt den jeden Gegner einzeln zu besiegen. Also man geht einfach zu einem Gegner, macht ihn fertig. Und je nachdem, wie gut man da rauskommt, kann man dann halt, wenn man gut rauskommt, direkt weitermachen oder geht halt eben zurück zum Pokémon Center und lässt alle heilen. Wenn ihr jetzt zum Misty kommt, also zum zweiten Arena-Leiter, da kann der Pikachu so durchgehen. Der rotzt da alles weg, weil einfach Wasser-Pokémon Elektro nicht wirklich vertragen. Ne, Pikachu? Was ist denn jetzt die Arena? Ja, nicht, müssen. Stimmt, ich muss ja hier rum. Da! Da ist die Arena. Also man kann theoretisch hier auch durchgehen, ohne dass man an den Gegnern vorbei muss, ist aber, finde ich, nicht Sinn der Geschichte. So, ah, lassen wir mal Taubsi. Gucken wir einfach mal. Also man kann jetzt, könnte man hinter dem gehen, aber wir wollen ja die EP und die Knete haben. Achso, ich habe gleich gelesen. Du gegen Rocco angetreten kannst. Schauen wir mal. Ist natürlich blöd, Leute. Wollte eigentlich schon auch vorlesen, was die so zu erzählen haben. Pfadfinder möchte kämpfen. Pfadfinder setzt Digger ein. Los, Dopsy. Ich glaube, da können wir sogar. Kratzer. Ich glaube, da ist sogar Taubsi gar nicht mal so schlecht gegen, oder? Digger. Ja. Oh, dann machen wir das nochmal. Muss ja nicht unbedingt Pikachu nur die EP bekommen. Taubsi soll ja, wie gesagt, auch zu Tauboga werden. Zack. Digger wurde besiegt. Taubsi hat 156 und erreicht Level 12. Yeah. Taubsi erlernt Ruxukeep. Auch schon mal nicht verkehrt. Pfadfinder wird Sandam in den Kampf einschicken. Ja, möchte ich gerne. Weil ich möchte. Nee, nicht Ratzfatz. Ja, Nidoran. Einfach mal ein bisschen so auch andere Pokémon halt wieder skillen. Ohne Attacke, los! Er ist gar nicht so effektiv gegen Sandan, ne? Tackle. Er bringt beides gleich viel. Ja, es könnte schon ein bisschen knapp werden. Volltreffer ist schon mal gut für mich. Der keinen Volltreffer macht, dann sollte das Nidoran eigentlich schaffen. Ja, ich habe halt immer den ersten, deswegen dürfte es klappen. Okay, und jetzt aber, komm, mach hier fertig. Nein! Ist doch nicht wahr. Na komm, Pikachu, hol dir eben. Mach es fertig, genau. Ruxukeep, zack. Greift dir eben die EP ab. Also das meine ich halt, ne? Also man haut man die halt mit den anderen Pokémon halt ein bisschen runter. Und ja. Dann lässt man halt sein Bestes hinterher zur Not ein und der macht dann den Rest. Ist auf jeden Fall dann besser für Pikachu. Dass er nicht platt gemacht wird. Tschu, dann gehen wir eben schnell heilen. Weil ja Taubsi ein bisschen was abbekommen hat und Sandam, Nidoran weg ist und eventuell brauchen wir Nidoran dann nochmal, um halt, wie gesagt, ein anderes auch so runterzuhauen. Aber das sieht eigentlich alles sehr gut aus, dass wir das so hinkriegen sollten, ohne jetzt groß Probleme zu haben.